Doch, morgen fahren wir hinten einen Trail. Da fährst du hinten um den Berg rum, dann kommst du da wieder runter. Komm, irgendwo 300 Kilometer weiter woanders. Nee, da bin ich mit Mike schon mal hergefahren, da hinten. So, wo gehst du denn her? Wir fahren jetzt gleich hier runter. Ja, von hier aus? Oder da hoch. Ah, nee, danke, ich muss noch. Ich fahr hier runter. Das ist jetzt erstmal nur Autobahngeballer. Übel, ey. Guck mal, wie geil das aussieht bis hier drüber. Das ist der? Das ist der. Ja gut, aber ich finde, das ist ja alles hier zu fahren. Guck mal, heute wieder alles gegeben. Hast du gelegt? Alter! Ich habe mir einen fetten Stein hängen geblieben. Warst du schnell? Ja. Und bin dagegen gefahren, bin umgefallen. Alter. Ich hab nur schon gedacht, der Patrick gebraucht. Ja, eben die Knieschoner, ne? Ausgezogen. Ich hab schon gedacht, der Patrick, der irgendwie braucht der lange. Ich hab den Kumpel das Wasser. Boah, ich hab nur gesagt, ich bin ja Julians Tempo einfach mitgefahren die ganze Zeit, wa? Ja. Alter, das geht auf die Hände. Ja, ich dachte, ich Ellenbogen sieht auch gut aus. Du, das bist ja, schnell, wa? Ja, hab ich auch gedacht. Dann hab ich gedacht, wow. Klasse. Ja gut, aber hier, das ist doch fies. Also, mit dem Tempo hätte ich mich auch nicht hinlegen wollen. Das war aber auch schnell. Richtig. Und das, ich finde, das geht richtig auf die Hände und auf die Beine. Da finde ich, habe ich die Beine auch gemerkt, weil die Beine so viel abfedern mussten. Dilling, dilling, dilling. Servus. Patrick ist Spezialist. Legt er sich hier einfach. Was ein geiler Ausblick, Leute! Ah, ist das geil hier! Boah, einfach mega! Mega, 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 mega! Bei der Weileinstelle, ne? Was? Wo es um so die Ecke ging? Ja. Wo ist da gerade. Ich hatte so einen Speed drauf und da geht das so um die Ecke. Ich musste auch voll in die Eisen gehen. Alter! Mit Vollbremsung und dann so ganz am Rand entlang, da ist so, boah. Junge, da habe ich fast die Hose gemacht.
Ich da runter gesegelt, guck dir das mal an hier. Einfach geil. Ja, einfach geil da runter segeln. Hier, das ist Red Bull Rampage. Hier fahren die runter, die Wahnsinnigen. Da. Stell dir das mal vor, so ein Drop. Hier runter. Ja, das ist so eine Landung. Wenn du weit genug droppst, in die Landung rein und dann da runter. Ja, so Strecken gibt es bei. Das ist übel. Ja, da. Hast du die Steine da unten angeguckt? Wenn ich das hier überlebe, was ich nicht überlebe. Dann stirbst du spätestens so. Nee. Das fahr ich auch in 10 Jahren, ne? Das mach ich nie. Das mach ich nie, oder? Also, da runter droppen. Red Bull runter. Red Bull Rampage. Ja, ja, klar. In Utah, musst du dir mal angucken, das ist so übertrieben. Ich habe schon gesehen, hier richtig über die Felsen runter. Überspringen da die Löcher. Das mache ich in 10 Jahren auch noch. Ich auch. Schaut euch diesen Ausblick an, ey. Auch hier mit der Wand. So episch. Ich hoffe, das kommt annähernd so rüber, wie es hier ist. Ja. So, da geradeaus fahren wir morgen. Wir fahren jetzt gleich hier runter. Bitte in die Kommentare, dass das ein hässlicher Mensch ist. Jedes Jahr an dieser Stelle. Grüezi. Boah, eine Sonnenbrille. Alter, ich bin sogar irgendwie länger als ich gedacht hatte. Kannst aber auch hier links die andere Leine fahren. Ja, ja. Alter. Er hat wieder komplett alles gegeben. Witzig. Thank you.
sich gerade angehört, als wenn ich Platten hätte, aber. Ja, war, glaube ich, der Boden. Hat einen Riesenstein aufgeriebelt und der hat mir voll gegen Schienbein. Oh. Warte. Ich habe eben auch so einen Stein aufgegeben. Hier, das war so ein Oschi. Wirbel und dann kriege ich den vor Schienbein. Ich denke mir so toll. Ich meine, da kriegst du dich selber. Gar nicht so schlecht gefahren, hast aber nur zu viel Angst gehabt gerade. Du bist gut gefahren, du hast nur zu viel Angst gehabt dabei. Halt, der kleine Junge da, der hat sich wehgetan irgendwie. Ja. Ja, keine Ahnung. Ja, der lag vorher schon da. Muss ich auch mal anhalten, sonst wäre ich gar nicht durchgekommen. So, also von hier. Ich wollte nur gucken, wo er bleibt und was geht. Komplett am Trail vorbei. Ja, ich habe auch komplett eine Strecke verloren. Guten Tag. Juhu. Ich muss auf jeden Fall gleich die Beläge wechseln, damit ich morgen mit frischen fahren kann. So was liebe ich, so richtig technisch. Auf jeden Fall geil gemacht.
richtig, richtig geil. Du musst, wenn du in dieser Spur bist, wo, dann rutscht das Hinterreifen meistens sogar richtig ganz passend. Automatisch mit, ja. Aber es ist schon anspruchsvoll, den zu fahren. Weil geil, ich liebe sowas. Der war letztes Jahr, war der aber nicht so. Patrick, dafür lieben wir dich. Patrick, hier pass auf, wo, da ist ein Brett. Hier ist ein Brett, wo. Ja. Will dich nur warnen. Ich habe keinen Bock mehr, um die Kurve zu rutschen. Obwohl, wenn ich komme mit dem langen Bike ja durch die Kurven. Wenn du mit dem Hinterreifen in der Spur drin bist, wo, dann rutscht die von selber. Rutscht ja von selber hin und her. Ja, ja. Aber trotzdem fand ich anspruchsvoll, ja. Die engen Kurven. Da unten kommt gleich eine Bank, da machen wir noch eine Pause. Truthahngeräusch. Grüße gehen raus an die Jokas. Verstehe ich jetzt aber nicht. Patrick hat nach auf jeden Fall Spaß mit seinem Bein. Ja. Läuft die Cam? Mhm. Patrick von den Jackass, Alter, du blutest ja auch in der Schulter. Echt? Ist das Loch. Ja, ist ein Loch. Aber könnte auch sein, dass ich auch hier blute. Nein. Oh, bisschen schürf. Oh, Patrick, ey. Du kommst wieder nach Hause. Wie siehst dann aus? Hat ja Gott sei Dank eine Woche Urlaub, genau. E-Bike fahren. Ich ausgedacht. Bin auf die Videos gespannt. Ich auch, vor allem die Kameraperspektive. Das nervt so. Ich sehe die ganze Zeit immer beim Fahren die Kamera mit einem Auge. Ich sehe immer so ein hässliches Kind vor mir fahren. Boah, ich sehe niemanden. Orange im Fahrrad. Hast nur die Haare gesehen oder was? Die langen blonden Haare da oben, da machst du schon so. Die saßen gerade die ganze Zeit hier, haben Fotos gemacht. Da kommt ja eigentlich gar kein wirklicher Trail mehr, oder? Ein bisschen noch. Stellenweise. Patrick macht sich schon Hoffnung. Der ist fertig für heute. Der kriegt das aber jedes Mal hin. Alter, bin ich auf den Stein gehämmert, ne? Ja nun, man war ja auch verdammt scheiße schnell da, wa? Ja. Der Patrick kriegt gleich Kohle von uns, dann geht er in den Sparmarkt und holt er Bier. Dann stellt er das schon mal kalt. Ich stelle natürlich den. Ich laufe da jetzt noch in den Sparmarkt. Klammern! Ja. Wollt ihr gleich noch eine Runde fahren? Oder? Mach ich auf jeden Fall. Also ich würde gerne. Ja, ich guck gleich mal, wie es unten aussieht. So extrem heftig auf die Hände geht, je nachdem welchen wir fahren, fahre ich auch nochmal mit. Ich fahre auch so nochmal mit. Pause machen. Nein, mein Tätowierer hat gesagt, lass die letzte Fahrt sein, da legt man sich immer hin. Wie gesagt, wo sie früher noch gefahren ist, hat sie sich immer dahin gelegt. Patrick schafft das bei der zweiten. Ist ja so eine letzte Fahrt für heute. Oh Junge, du tust mir so leid. Ja, wirklich. Aber weißt du, mein Problem ist, ich bin so ein extrem schadenfroher Mensch, ey. Ja. Das ist ein richtiges Arschloch. Geht eigentlich noch. Also war schon mal schlimmer, was? Hä? Ist die jetzt an oder ist die jetzt aus? Die ist jetzt an. Gut. Ach, hier geht's rein. Ja. Seid ihr ready? Ja. Ihr seid einfach Jojo.
Alles gut bei euch? Gut. Patrick, die hätte ich auch gerne geschoben, aber ich kam da mit so einem Tempo an, da war es zu spät. Da musste ich. Ja, ich konnte nicht mehr bremsen. Starke Bremse hätte ich mir erst recht hingelegt. Also? Aber ging eigentlich, wenn man genug Tempo hat. Ja, die sahen jetzt das Führer, ich glaube, aber es muss ja Risiko eingehen. Der hat ja auch nichts mehr gesagt. Das ist eine absolute Belastung für die Bremsen und für die Hände. So ihr Lieben, ich mache an dieser Stelle jetzt einen Cut, weil das Video einfach viel zu lang geworden ist und ich hätte noch mal bestimmt 20 Minuten reinschneiden können. Jetzt wären noch so zwei, drei kleine Trails gekommen mit einer kleinen Sitzecke, wo man Picknick machen kann. Aber das soll es für heute gewesen sein. Ja, mit den Jungs, wie immer, es war mega lustig, hat richtig Spaß gemacht. Auch wenn Patrick sich hier gelegt hat. Also, er hat nicht gejammert, er hat nicht gemotzt. Luki ist richtig gut mitgefahren. Ich kann es euch nur empfehlen, kommt nach Davos, fahrt die Trails hier, macht die Erfahrungen. Es ist einfach absolut episch hier. Ja, wie gesagt, das Video wäre einfach viel zu lang geworden. Ich lelle jetzt schon wieder viel zu viel. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Habt Spaß bei dem Video. Und vergesst nicht, wie immer, lasst ein Like da, kommentiert das Video. Und ganz wichtig, drückt den Abonnier-Button. Leute, haut rein. Tschö, tschö. Ich abonniere ab sofort diesen Kanal. Danke.